Willkommen zum nächsten Video meiner Karriere mit Olympic Lyon. Ja, im letzten Part haben wir 3 zu 1 gewonnen gegen Toulouse in einem sehr, sehr. Ja, wir haben zwar gewonnen, aber in der Abwehr haben wir wirklich schlecht gespielt, haben uns nicht so richtig reingefunden ins Spiel. Auch wenn wir dann dank unserer Offensive wirklich 3 zu 1 gewonnen haben, durch die Treffer von Lacazette, Ødegaard und Kronier, der Freistoß. Lacazette ist Transferangebot, muss ich mir gar nicht anschauen. Heute geht es gegen diesen Part gegen den FC Mietz und dann Monaco. FC Mietz werde ich simulieren und das nächste gegen Monaco dann spielen. Dann müssen wir jetzt mal hier simulieren und dann simulieren wir jetzt das Spiel. Hoffentlich holen wir uns da auch 3 Punkte. Transferung für Tolisso. Nein, danke. Brauchen wir auch, wenn es vom FC Barcelona, glaube ich, jetzt war. Habe es gerade nicht ganz gesehen. Wir werden hier Kone spielen lassen. Für Umtiti. Einfach mal, da ich das Spiel ja simulieren will. Und ich will Umtiti frischen Mann gegen Monaco. Und jetzt simulieren wir. Es wird schwer auswärts. Aber da ist durchaus was drin, denke ich. Aber es wird schwer. So, reingehen wir. 15 Minuten. 1-0 für Kier. Geil. Kommt, Jungs. Kommt, kommt, kommt. Ist da noch was drin? Nach 40 Minuten jetzt gar nichts mehr passiert. Halbzeit. 50. Minute jetzt. Komm. 1-0 wäre ich auch absolut zufrieden mit. Kommt. Ich kann gar nicht hinschauen. Kommt. Mach am besten noch ein Tor. Nein, 1-1. 90. leider. 83. Minute machen die den Ausgleich. 1-1. Ist aber unterm Strich okay. Beim Simulieren ist es halt immer so. So eine Sache. Und vor allem auswärts. Dann lassen wir jetzt mal hier die Transferfrist ablaufen, da wir sowieso keinen mehr kaufen wollen. Verleihen. Verkaufen wollen wir keinen mehr und kaufen müssen wir auch keinen mehr. Und Thiago Silva geht zu FC Barcelona. Geht zum FC Barcelona, Vidal nach Manchester City, Jackson Martinez nach Arsenal. Also da sind wieder auf jeden Fall harte Transfers. Aber gut für uns hier, dass Thiago Silva nach Barcelona geht. Somit PSG schon wirklich ein Tick schwächer. Dann Thiago Silva ist natürlich ein Top-Mann. Und Kronier lassen wir niemals gehen. Dann ist die Transfer jetzt auch gleich abgelaufen. Transfer für Kim Sheen. Ja, nehmen wir noch an. Brauchen wir nicht. Tschüss. Kronier brauchen wir. Wenn die Transfer dann gleich abgeschlossen ist, die Transferfrist, dann sehen wir uns gleich im Spiel. Weil das muss man jetzt hier nicht mehr sehen. Da ist nichts mehr Interessantes. Dann geht es jetzt gegen AS Monaco. Also wirklich ein Top-Gegner, der uns erwartet. Man sieht jetzt hier noch letzte Transferfrist. Ja, 114 Millionen. Also da hauen sie richtig rein. Und dann geht es jetzt los gegen AS Monaco. Und dann im nächsten Part kommt der FC Basel und PSG. Also der nächste Part wird auf jeden Fall ein Kracher in der Champions League. Auf Basel freuen wir uns. Aber jetzt geht es erstmal los gegen Monaco. Jetzt also das Spiel, das Topspiel gegen AS Monaco zu Hause. Es wird schwer und wir spielen nicht. Es sind ein paar Veränderungen auf jeden Fall in unserer Aufstellung, aber das werden wir gleich sehen, denn 2 Tage Pause dann und dann kommt schon der FC Basel in der Champions League und da wollen wir auf jeden Fall gegen Basel gewinnen natürlich. Darum müssen wir jetzt hier nicht mit der Top 11 spielen. Aber natürlich wollen wir auch gewinnen. Klar, die Liga ist so das Hauptmarkt. Da muss man versuchen, ganz weit nach oben zu kommen. Gunnar Lones, unser Captain, spielt. Hat sich ja nicht schlimm verletzt im letzten Spiel, nur 5 Tage Pause und ist jetzt wieder fit zum Kracher gegen AS Monaco. Es wird wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel, glaube ich. Man sieht hier Berbatov mit sehr, sehr viel Erfahrung. War er bei Manchester United lang. Und jetzt ist er hier beim AS Monaco und da sieht man unsere Elf, man sieht es hier. Lacazette neben Gornet ist zum ersten Mal dabei. Ødegaard spielt von Anfang an auf der 10er Position und Balogun spielt auch, aber sonst alles gleich. Aber das sind schon durchaus Veränderungen. Benzia spielt nicht, Fekir spielt nicht, Kronier spielt auch nicht. Doch, Kronier spielt, oder? Nein, Kronier spielt auch nicht. Und da sieht man die Ausstellung von AS Monaco, vom AS Monaco. Die spielen mit der Top 11. Berbatov, also Silva rechts. Also wirklich eine Top 11. Und da sieht man Ricardo Carvalho, inzwischen auch schon 36 Jahre alt. Und jetzt geht's los, das Topspiel gegen AS Monaco. Gornet, schickt Lacazette, schade, weil der Torwart hat ihn gar nicht sicher, aber da kommen wir leider nicht mehr an den Ball. Auf Bernardo Silva, der flankt rein und da ist nicht das 1-0, Riesenchance, die erste Chance. 25. Minute, Berbatov mit einer Riesenchance,
knapp vorbei hier. Lopez wäre, denke ich, nicht mehr dran gekommen, wenn der Kreuzer gelandet wäre. Aber es ist nichts passiert. Aber die erste große Chance hier in der 25. Minute durch Berbatov. Ødegaard hat jetzt sich hier gut freigelaufen. Ødegaard. Ødegaard! Aber der Verteidiger Abdennour wehrte noch ab, der Tunesier. Man sieht es hier, der ist noch ganz leichter dran gekommen, sonst hätte ja Ødegaard hier vielleicht seinen zweiten Saisontreffer gemacht. Aber jetzt Eckball durch Gourcuff. Gourcuff, die Ecke kommt nicht so schlecht. Torwart kommt nicht dran und es gibt den Elfmeter. Es gibt den Elfmeter. Ich habe nicht gesehen, was jetzt war. Aber es gibt ihn. Wir schauen es natürlich nochmal an. Elfmeter nach 30. Minute für uns. Geil. Ja, trifft hier Ødegaard, aber ja, in dem FIFA ist es halt so. Und somit gibt es den Elfmeter. Jetzt gibt es den Elfmeter für uns. Und ich werde ihn auch mit Lacazette schießen. Lacazette ist unser Mann. So. Lacazette. Lacazette macht das 1:0 in der 31. Minute. Und wir führen im Topspiel gegen den AS Monaco. Lacazette macht den rein. Torwart denkt, er kommt in die Mitte. Wo ich auch erst hinschießen wollte, aber dann doch nach rechts. Und Lacazette trifft zum 1:0 in der 31. Minute. Vorsicht, Fabiano. Wir müssen die Außen zustellen. Kondogbia. Vorsicht, Berbatov mit der nächsten Chance. Berbatov im Kopfball wirklich gut. Ha, haben wir so unsere Probleme. Balloui setzt sich hier durch. Gut durch. Spielt auf Gornet. Der auf Ødegaard. Ødegaard mit der Schuss. Und Lacazette. Und er wird noch gehalten. War kein Abseits. Wow. Wir schauen uns das nochmal an. Man sieht hier Lacazette. Den kann man mal reinmachen. Aber der Torwart reagiert noch. Ich habe erst gedacht Abseits. Aber war es nicht. Und somit gibt es den Eckball. Aber jetzt ist hier auf jeden Fall Leben in der Bude. Gourcuff mit dem Eckball. Der kommt nicht so schlecht. Ødegaard, komm. Lacazette. Lacazette spielt nicht. Schade. Gagasco. Vorsicht, sie gehen über die Außen, ne? Die Flanke kommt und Okoro gewinnt den Kopfball. Wichtiger Kopfball. Und Ødegaard holt sich hier ganz stark den Ball. Ødegaard spielt unglaublich gut hier. Und jetzt ist schon Halbzeit. 1:0 Führung durch den Treffer von Lacazette. Man muss sagen, wir spielen wirklich sehr, sehr stark. Nicht so wie gegen Toulouse, wo wir in der Abwehr ziemlich auf waren. Wir lassen den nicht zu. Zwar Berbatov hatte zwei Kopfbälle oder so, aber man kann auch nicht alles verändern. Aber sonst stehen wir wirklich gut. Wer mir unglaublich gut in diesem Spiel gefällt, ist Ødegaard und Cornet. Die zwei, die hier neu reingerückt sind. Er erobert sich den Ball, lässt sich nicht so leicht vom Ball abschirmen. Wirklich, sehr, sehr starke Leistung bis hierhin von ihm. Und auch Ødegaard, unglaublich. Da holt sich so, so viel Bälle. Ganz, ganz starker Auftritt. Und Gourcuff wird rausgehen. Für ihn kommt Ferry. Und es war's. Und dann geht's auch direkt in die zweite Halbzeit. Wir müssten weiter so spielen. Dann sollten hier wirklich die drei Punkte klar sein. Gegen Monaco. Und jetzt geht's weiter. Tolisso. Tolisso mal mit dem Longshot. Tolisso! Schade, den habe ich schon fast drin gesehen. Starker. Und man sieht hier Lacazette. 6 Spiele, 5 Tore. Bei unserem Topstürmer läuft es. Und auch gerade gute Chance hier von Tolisso. Schade. Ødegaard schickt hier Cornet. Cornet geht hier vorbei. Balloui 2:0. In der 52. Minute. Balloui, oder wie man den auch ausspricht, trifft hier zu 2:0. Stark auch von Cornet die Vorlage. Und dann treffen wir hier zum 2:0. Stark gemacht. Dann legt er nochmal ab. Ist nicht egoistisch und er zieht ihn. Macht ihn direkt rein hier. 2:0 nach 52. Minuten. Stark von Fares. So nenne ich ihn jetzt einfach. Zum 2:0 in der 52. Minute. Und wir werden reingehen. Wir werden Lacazette raustun. Der hat stark gespielt für Niji. Denn wir, das nächste Spiel ist Champions League gegen Basel. Da brauchen wir einen topfitten Lacazette. Und darum kommt jetzt Niji. Und es steht jetzt 2:0 nach 52 Minuten. Eckball jetzt für den AS Monaco. Die haben kopfballstarke Spieler. Tolisso gewinnt den Kopfball, da springt doch einer rein und Gonalons klärt auf der Linie. Unglaublich, wie er den noch gerettet hat. Unglaublich hier von Gonalons. Ganz stark gerettet. Ganz, ganz stark. Da wollte ich gar nicht hinspielen. Ist aber auch leider nichts passiert. Oder da noch Niji. Niji, oh, schade. Das wäre ein richtig geiles Tor geworden hier von Niji. Schade. Vorsicht, Okoro verliert hier den Ball. Und Berbatov
mit der Riesenchance hier in der 75. Minute. Wir dürfen jetzt nicht so einfach den Ball verlieren, weil wenn die jetzt einen Anschlusstreffer machen, dann wird es hier nochmal richtig eng und das haben wir nicht nötig, da wir in diesem Spiel wirklich sehr, sehr stark spielen. Auch die Defensive nach der Kritik gegen Toulouse von mir spielen wir jetzt hier wirklich von der Defensive geordnet raus. Wir gehen in die Zweikämpfe, also es passt alles. Es ist wirklich ein starkes Spiel von uns. Das dürfen wir jetzt nicht mit dummen Fehlpässen kaputt machen. Jetzt gibt es nochmal den Eckball für uns in der 81. Minute. Ich spiele jetzt mal kurz auf Okure. Der flankt auf Ødegaard. Das ist nochmal eine Riesenchance hier. Ich weiß ja nicht, warum Okure da immer hinläuft an den Pfosten. Zur Ecke, wenn ich ihn einrufe. Aber ist ja auch egal. Ist eine gute Chance draus entstanden. 85. Minute. Jetzt lasse ich es wieder durchlaufen. Balloui vielleicht mal mit dem Longshot. Und er hat sich jetzt hier noch einen Krampf zugezogen. Aber das sollte dann nicht so schlimm sein. Aber auch wirklich eine gute Partie hier von ihm. Allgemein sehr, sehr starkes Spiel von uns. Sehr, sehr starkes Spiel. Bin ich absolut zufrieden mit. Und so müssen wir ins Basel-Spiel auch reingehen. Genau so. Von Anfang an haben wir konzentriert. Von der Defensive gut herausgespielt. Sind in die Zweikämpfe gegangen. So muss man gegen den FC Basel in der Champions League auch auftreten. Dann sollte da wirklich viel drin sein. Okure nochmal. Tolisso. Stark. Ødegaard auf Cornet. Auch Ødegaard unglaublich gut gespielt. Cornet auch. Niji. Niji, der ist extrem schnell, der Junge. Niji. Niji, aber nochmal eine super Parade hier. Aber auch ganz stark von Niji. Aber die Parade macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Stark vom Torhüter. Ah, Tololan holt sich nochmal den Ball. Traoré. Machen wir jetzt mal Abwehrriegel. In der letzten 4 Minuten. Okure ganz stark. Wurde auch gegen Toulouse kritisiert, aber hier macht auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Bin ich absolut zufrieden mit Ødegaard. Niji auf den extrem flinken Stellen. Niji, unglaublich mit dem zu spielen. Niji geht hier locker vorbei. Niji, aber dann nochmal stark verteidigt. Schade. Und es war's auch. Wir gewinnen 2:0 gegen den AS Monaco in einem wirklich sehr, sehr starken Spiel. Durch den Treffer von Balloui und den Elfmeter von Lacazette. Und somit gewinnen wir wirklich 2:0. Zu Hause gegen AS Monaco in einem wirklich sehr, sehr starken Auftritt von uns. So müssen wir ins Spiel gegen den FC Basel gehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Wie gerade schon gesagt, haut da rein. Ciao.